Ja, hallo Freunde des Waldwerks. Ein kleiner Vlog aus dem Off. Also wir haben jetzt gerade den 4. Januar. Ich bin hier oben wieder an der Waldau. Das ist dieses Naherholungsgebiet in Bonn mit Wildgatter und Co. Also ich bin gerade hier, weil ich noch aus dem Bereich von den Wärmebildkameras noch ein weiteres Video drehe. Und dann dachte ich, ich schicke euch kurz einen Vlog. Vom Prinzip her geht es einmal drum, die Jagd jetzt im Kalenderjahr. Dann noch was zu den aktuellen Videos. Und ganz am Anfang möchte ich euch was nicht vorenthalten, das habe ich hier gerade fotografiert. Fand ich total witzig. Ne? Aber man muss ja mal darauf hinweisen, dass die Wildtiere außerhalb des Gatters auch wirkliche Wildtiere sind. Nun gut, zu den Videos war ein bisschen weniger letztes Jahr, weil ich habe einfach zu viel gearbeitet. Ich bin halt selbstständig, dann nimmt man eben gerade die Aufträge mit, die kommen. Und gilt also sowohl für die Videos als auch für die Jagd, war nicht allzu viel. Und ich muss mir da irgendwas ausdenken. Da melde ich mich dann die nächsten Wochen nochmal zu. Weil mein Ziel wäre eigentlich, dass ich ein Video im Monat hinkriege, so als Mindestmaß. Ich arbeite dran. Mit der Jagd war es so. Ich war also, wie gesagt, nicht allzu oft draußen. Ich habe ungefähr eine Handvoll Sauen geschossen. Jetzt kommt das Interessante. Keine einzige mit Rotlicht. Also die kamen interessanterweise, das war also das gleiche Revier, wo ich auch vorher gejagt habe, die kamen alle im Hellen. Das war der Hammer. Ich habe auch dieses Jahr die schnellste Sau ever geschossen. Das war hier an der Kürung, wo ich mal das Video gemacht habe mit meinem Schweinesimulator 3000. Blende ich nochmal kurz ein. Das war total irre. Also ich bin diesen Weg runter, der ist relativ steil. Der geht also am Dorfrand vorbei. Der verbindet so im Wald quasi das obere Dorf mit dem unteren Dorf, also sind auch Häuser außenrum, die sind nicht allzu weit weg. Und gehe da runter, habe ich schon die Sauen gehört, links und rechts, die waren da im Gebüsch und ich dachte schon, Mist, das war so um 7 Uhr rum im August. Ich dachte schon, Mist, ey, das war's jetzt. Dann bin ich auf die Kürung drauf, habe den Mais ausgelegt und im Prinzip dachte ich, der Tag ist gelaufen, die haben mich gehört, gesehen, gewittert etc. Bin hoch, pack aus. Ich habe hier mal ein bisschen mehr Gerümpel mit, ne, weil ich auch die Videos mache. Es hat also keine 5 Minuten gedauert. Ich habe nicht ausgepackt. Ich habe danach mal auf die Uhr geguckt, weil ich hatte meinem Jagdpächter gerade noch eine Nachricht geschickt, dass die schon da sind. Er meinte schon, Gott, hoffentlich hast du die nicht vergrämt. Tja, ich schreibe gerade zurück oder wollte gerade zurückschreiben. Tap, tap, tap. Kam 3 auf die Kürung. Ja. 2 Minuten später hat eine gelegen, Jagd vorbei. Das habe ich noch nicht erlebt, also nicht bei Sauen. Generell waren die dieses Jahr, wie gesagt, komplett anders. Die kamen, ich habe also ungefähr bei jedem zweiten Ansitz eine Sau geschossen. Da könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wie oft ich draußen war, also nicht sehr oft. Im Jahr davor war das teilweise jeder 7., 8. Ansitz oder noch weniger. Ne? Also war schon sehr spannend. Drückjagden war ich auf 2. Das war auch nur in dem Revier, in dem ich den Begehungsschein habe. Und wir hatten zweimal Pech mit dem Wetter, also das Ergebnis war okay. War so im Mittelfeld im Vergleich von den letzten Jahren. Ich habe aber nichts gesehen. Also ein paar Rehe sprangen um mich rum, die waren aber nicht freigegeben. Und Sauen war nichts. Ne? Also insofern, dieses Jahr war es ruhiger bei mir. Ich würde es gerne ändern, aber hat nicht anders geklappt, sozusagen. Dann gab es ja noch was Witziges. Ich hatte ja im Februar mal so ein Video veröffentlicht, wo ich gesagt habe, da hatte ich mich so ein bisschen aufgeregt wegen dieser ganzen CO2-Thematik, weil ich ein Klimaheft von der Grundschule gesehen habe, dass da die ganzen Veganer und Vegetarier drin sind und gesagt haben, Zitat, Rinder sind die größten Umweltsäue, die es gibt. Esst weniger Fleisch und keine Ahnung was. Und dann habe ich ein Video gemacht, das habe ich mittlerweile aber gelöscht, war mir dann doch zu politisch. Nein, es ist ja falsch, die Steigerung davon ist, esst mehr Wildfleisch, ne? Weil Wild produziert CO2, das muss weg. Gab es ein bisschen mehr Kritik von eurer Seite. Ist auch in Ordnung. Das Witzige ist nur, ich habe es letztens einen Artikel gelesen, da stand genau das drin. Also ich bin ein Orakel. Die Leute haben zwar fast 10 Monate gebraucht, um das zu sehen, aber naja. Gut, also ich veröffentliche, wie gesagt, noch ein Video Bereich Wärmebild. Jetzt die nächsten Tage. Dann überlege ich mir was, wie ich das hinkriege, dass ich ein paar Videos mehr machen kann dieses Jahr. Und ansonsten denkt dran, in der Winterzeit esst keinen gelben Schnee. In diesem Sinne, Waldmannsheil und bis bald.